Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. So, was soll ich dazu groß noch sagen? Also, das war die Signalwarn-Sirene, die hier gerade aktiviert wurde. Wir haben einen sehr, sehr ernsten Großeinsatz. Wir haben einen Katastrophenfall hier in Waldstätten. Ach du meine Güte. Also es steht hier bis ins Gebäude. Ach du Scheiße. Das ist ja überall. Das ist ja überall hingelaufen. Ich dachte, hier ist bloß ein bisschen drin, weil die Tore auch noch zu waren. Aber das ist genau unter den Dichtungen lang ins Gebäude rein. Wir haben die Kacke richtig am Dampfen. Also mehr kann ich dazu gerade wirklich gar nicht sagen. So. Aber wir haben natürlich dafür auch einen Fahrplan, was jetzt gemacht werden muss. Also wir müssen gucken, wie die Bevölkerung darauf reagiert hat. Hier geht das Tor nicht auf. Es geht nicht auf. Ich muss mal draußen ganz kurz. Ich glaube, das hängt hier wegen dem Wasser zusammen. Wir werden erstmal gucken, ob wir die Bevölkerung helfen müssen. Wir rücken erstmal aus und danach helfen wir uns selber. Ne? Also beziehungsweise Kollegen bleiben jetzt auch in der Wache vor Ort und kümmern sich hier rum und wir fahren jetzt erstmal durch die Stadt und gucken, wem wir jetzt hier helfen können. Also, dass das hier so abgeht, also dass hier so viel Regen von oben runterkommt, die ganze Nacht hat das richtig durchgegossen, also das waren gefühlt 100 Liter pro Quadratmeter, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und jetzt hat man das alles hier, weil die Natur, weil der Boden das nicht aufnehmen kann, vor der Nase. Tja, und dadurch jetzt dieser große Katastropheneinsatz hier, ne, im LS22. Hochwasserspezial. Also, wo willst du da anfangen? Es ist hier wirklich so eine Senke, ne? Hier hat sich das ganze Wasser gesammelt. Ja, und sogar die Rehe, die fliegen davon. Ich glaube, das sind die vom Weihnachtsmann. Das sind Rentiere. So wie es aussieht. Die können anscheinend jetzt hier das auch nicht glauben. Wir fahren erstmal direkt rüber in die Stadt. Also, wir machen mal alles an Beleuchtung, was wir haben, damit wir hier rechtzeitig auch erkannt werden. Guckt euch das an. Das ist hier wirklich alles überfüllt mit Wassermengen. Auch im Supermarkt, in eigenen Wohnungsgebäuden. Ich weiß nicht, was hier alles noch betroffen ist. Das Rathaus steht sehr krass unter Wasser. Tja, da kannst du einmal durch die Stadt fahren und siehst hier so ein Chaos. Guckt euch das an, Leute. So, ich denke mal, da kann man bloß warten. Wir werden jetzt erstmal probieren, die Häuser so gut wie möglich zu schützen, dass hier wirklich Schlimmeres verhindert wird. Treffen uns erstmal alle hier am Rathaus. Ich alarmiere gleich nochmal die Bevölkerung. So, geht die an? Ja, die geht an, okay. Die Sandsäcke wurden auch schon hergerichtet, aber das hat alles nichts gebracht. Das ist hier durch irgendeine Lücke noch durch und ins Gebäude rein. Ey, ich glaub's nicht, ey. Guckt euch das an. Also das Wasser hier, das hat sich hier förmlich niedergelassen. So, dann switchen wir mal rüber zu den Kollegen. Ich brauche nämlich noch Unterstützung. Also ich brauche auf jeden Fall jetzt Manpower. Beziehungsweise Womanpower. Erst die Womans, dann die Mans. Ne? Wir brauchen ihre tatkräftige Unterstützung.
So, ich werde jetzt erstmal gleich die Sirene wieder ausschalten. Das sollte erstmal reichen. Denn es gibt auch Leute, die das alles noch gar nicht hier gescheckt haben, dass wirklich ihr Haus, ihr Hab und Gut komplett unter Wasser steht. Deshalb jetzt auch die Sirene für die Bevölkerung. So, dann würde ich noch sagen, rücken wir noch mit unserem TLF aus, das große Fahrzeug, das brauchen wir auf jeden Fall. Also bisher haben wir jetzt auch noch keinen wirklichen Einsatz reinbekommen. Also klar, wir werden jetzt unterstützen, das sieht ja jeder Blinde mit einem Krückstock nach dem Motto. Aber jetzt, ich sag mal, medizinische Hilfe oder so, also das gab es jetzt bisher noch nicht. Das ist schon mal richtig gut, dass hier wirklich niemand verletzt wurde, beziehungsweise ums Leben gekommen ist. Das ist immer das das ist das Wichtigste, was es gibt, sage ich es mal so. So, wir fahren dann erstmal hier durch. Denn ich sehe da hinten auch, guck mal, das hört genau da auf, ne? Also irgendwie haben wir hier wirklich einen schlechten Tag erwischt, dass sich das Wasser genau hier sammelt. Schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ne? So, wir machen mal alles auf. Hier ist Absaugtechnik drin, alles was wir brauchen jetzt für Hochwassereinsätze. Das ist das passende Fahrzeug dazu. Es kann nicht bloß Brände löschen, ne? Ist auch für Hochwasser gut geeignet. Wir haben alles Mögliche drauf auf unserem TLF und können somit dann erstmal hier helfen, wo Hilfe gebraucht wird. So, bei Ihnen ist alles gut. Kann ich die anfassen? Nee, also bei Ihnen ist alles gut, ja? Ja? Okay. Einigermaßen gut, meint sie gerade. So, sie, Ihnen geht's gut? Ja, sie stehen knietief in der Scheiße, das kann man gut so sagen, ja, da haben sie recht. Oh Gott, also den Humor haben sie nicht vergessen, die Leute. Ja, das muss man dazu mal sagen. Also, Hut ab wirklich vor diesen netten Leuten hier. So, ich werde jetzt erstmal eine Rundfahrt machen durch die Stadt. Jetzt gucken wir erstmal, wo hier wirklich gerade am meisten Hilfe gebraucht wird. Also, wir sehen gerade hier, guck mal, da kann man die Straße hochfahren und da hört es dann wieder auf. Also genau da, wo es bergauf geht, ist das Wasser nicht. Geht ja auch nicht. Geht schwer. Ne? Das ist wirklich komplett hier unten einmal. Hat sich im Tal hier alles gesammelt und jetzt haben wir den großen Salat und müssen das irgendwie wieder ausbügeln. Aber dass das hier so krass wird, das hätte jetzt wirklich niemand gedacht. Also nicht mal der Wetterbericht konnte uns da irgendwie weiterhelfen. Sonst hätte man ja schon vorher warnen können, aber nichts. Das hat nichts weitergebracht. Das kam alles mit einmal und schon war das Wasser da. Aber trotzdem, es wurde niemand verletzt. Gott sei Dank. So, wir haben einen Einsatz am Krankenhaus. So, dann drehen wir gleich mal um hier. So, anscheinend ist die Notaufnahme auch abgesackt. Da ist auf jeden Fall sehr viel Wasser reingekommen. Wir sollen unterstützen, den Leuten sozusagen die Betten zu verlegen. Da sollen wir jetzt erstmal helfen. Ach du Scheiße. Das ganze Krankenhaus ist voll Wasser. So, also na, BMA lassen wir mal sein. Also hier die ganzen Betten müssen wir rausschieben. Die müssen hier alle erstmal verlegt werden. Also alle in die oberen Etagen. Na, warte mal, kommen wir. Wir switchen mal rüber zum Fahrzeug. Wir brauchen auf jeden Fall mal den RTW. Der soll mal auf jeden Fall damit unterstützen. Mit den Rettungssanitätern auf dem Fahrzeug geht es jetzt erstmal in Richtung Krankenhaus. Ich glaube, die brauchen auch jetzt erstmal ein bisschen Unterstützung von unserer Hauptfeuerwehr hier in Waldstätten.
So, dann passt es ja auch gerade ideal. Dann können wir gleich mal mit dem Helikopter gucken, was jetzt eigentlich alles betroffen ist, ne? Also ich sehe von hier wirklich jetzt nur Wasser. Aber wo jetzt genau das ganze Wasser hingekommen ist, ich weiß es nicht. Sieht so aus, als wäre wirklich die große Stadt hier nur betroffen und der Rest nicht. Aber da gucken wir gleich nochmal. So, und es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass nur Gebäude unter Wasser stehen, sondern auch fast unsere Fahrzeuge. Also die machen das gerade so mit, ne? Der Crafter, der hat auch noch ein bisschen zu kämpfen. Also, das ist noch nicht im Motorhöhenbereich. Es liegt noch so ein bisschen da drunter, aber hier ist wirklich im Gebäude alter Schwede. Also, das ist hier wirklich richtig krass. Aber der Fahrstuhl geht noch. Also, da funktioniert noch alles, Gott sei Dank. Da haben wir noch gute Chancen, die Leute hier nach oben zu bringen. Ja, apropos nach oben. Ich glaube, da komme ich gar nicht so hin so einfach, ne? Da habe ich, glaube ich, den falschen Fahrstuhl genommen. Gut, wir werden erstmal mit den Aufklärungshelikopter und Luftrettungshelikopter uns das von oben mal so ein bisschen angucken. Also ich würde gerne mal wissen, wo genau jetzt das Wasser sich verteilt hat. Und bis wo das jetzt überhaupt geht. Dieser große Katastropheneinsatz hier in Waldstätten. So, also ich sehe gerade von oben, also das verteilt sich auch in die Felder, in die Waldgebiete. Alle Straßen sind hier in der Stadt gefüllt mit Wasser. Naja, guck mal. Das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hat genau hier unten diese kleine Kuhle getroffen, nenne ich das mal jetzt. Das ganze Wasser kam von den Bergen, ist ins Tal gelaufen und hier haben wir das große Spektakel. Das ist alles blau hier. Alter, guckt euch das an. Das läuft auch nicht in die Nachbargebiete oder so. Das betrifft nur uns. Die größte Stadt hier in Waldstätten. Die steht hier komplett unter Wasser. Aber die Feuerwehr ist natürlich dabei, hier zu helfen. Aber das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Also das kann man auf jeden Fall so schon mal sagen. Guck mal hier, das geht auch hier, wie gesagt, bis zur Feuerwehr. Die großen Gebäude, die großen Firmen sind betroffen. Das Krankenhaus, das finde ich wirklich ganz, ganz tragisch. Da natürlich jetzt auch Schwerverletzte nach oben gebracht werden müssen. Da müssen erstmal Stationen eröffnet werden, beziehungsweise umfunktioniert werden, damit die Leute da weiter behandelt werden können. Weil unten in der Notaufnahme ist komplett alles nass. Da ist alles durch. Da geht auf jeden Fall gar nichts mehr. Also jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Erstmal schauen, wie wir weitermachen. Das wird auf jeden Fall hier, ne? Das wird noch sehr lange andauern. Ja, wir haben auch schon Unterstützung jetzt von den Nachbarfeuerwehren vom großen Katastrophenschutz im großen Nachbarort von Waldstätten. Also da werden wir jetzt gleich auch noch Hilfe bekommen. Das THW rückt aus. Ich weiß nicht, was noch alles kam. Also wir haben auch aus anderen Bundesländern Unterstützung zugesagt bekommen, weil, wie gesagt, uns das Hochwasser hier wirklich sehr dramatisch und tragisch getroffen hat. Ey, meine Güte. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, oder? Einfach nur krass. Ja, liebe Freunde, dann würde ich erstmal sagen an dieser Stelle, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier ist die Sirene, apropos, ne? Auf dem Rathaus. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Da kann ich euch dann nochmal verraten, was alles hier noch passiert ist beim Hochwassereinsatz. Ja, und wie das alles hier vonstatten gegangen ist. Ne? Denn, wie gesagt, das wird hier noch ewig dauern. Wir brauchen zig viele Pumpen. Wir brauchen sehr viel Unterstützung, bis das ganze Wasser wieder weg ist. Und das musst du erstmal aus den Gebäuden rauskriegen. Und das wird natürlich noch sehr lange andauern. Was sagen Sie? Sie möchten in die Feuerwehr? Na klar, kommen Sie gerne rum. Das ist hier hinten. Kennen Sie die große Hauptfeuerwehr hier in Waldstätten? Genau, das ist die neu eröffnete. Ja, genau. Da können Sie sich gerne melden. Kommen Sie egal wann hin, wenn Sie Zeit und Bock haben und Lust, dann melden Sie sich da. Dann können Sie eintreten. Ja, wir suchen Leute. Ja, ja, dringend sogar. Wir suchen dringend. Was sagen Sie? Sie da hinten auch noch? Sie möchten auch? Na, kommen Sie rein. Einfach nachfragen und dann können Sie beitreten. Mehr ist das eigentlich gar nicht.
Mann, Mann, Mann. Jetzt kriegen wir hier noch neue Leute. Das gibt's ja gar nicht hier beim Hochwassereinsatz. So. Komme ich denn eigentlich hier noch rein? Ah, nicht wirklich, ne? Das durch die Sandsäcke geht's leider nicht mehr. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, kommentiert gerne, lasst mir Einsatzideen in den Kommentaren da. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, hier im LS22 mit der Feuerwehrmod. Macht's gut, wir sehen uns, bis dahin. Ciao.